Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir für euch. Tut mir leid, ich bin noch in meinem Sternchenkleid und ungeschminkt. Ich bin gerade erst aufgestanden und dachte mir, ich nehme euch direkt mit in meinen Tag. Also ein bisschen bin ich schon wach. Aber ja, ich wollte euch heute einfach mal mitnehmen und das Erste, was ich euch zeige, ist, es hat über Nacht ein bisschen geschneit. Und ich habe mich gerade so sehr gefreut. Man muss aber sagen, die Sonne scheint schon wieder und das Ganze taut auch schon wieder ein bisschen. Aber ich finde es trotzdem schön und ich habe mich gefreut. So, wir sind jetzt beim Möbeleinrichtungsmarkt angekommen. Ich glaube, zuletzt hatte ich mich bei euch gemeldet. Ja, mit Bildern, wie ich mich fertig gemacht habe, dass ein bisschen Schnee liegt und dass ich gefrühstückt habe. Auf jeden Fall sind wir jetzt bei Poco angekommen, Poco Domäne, dem Superwohnmarkt. Und wir sind hier gerade bei den Küchen unterwegs. Ja, aber wir schauen nur rum. Also wir wollen uns jetzt keine neue Küche kaufen. Genau, wir schauen jetzt hier noch ein bisschen rum. Ursprünglich sind wir hier für ein Topfset. Ach, das ist ja süß. Eine Mini-Küche. Eine Mini-Küche. Ursprünglich sind wir halt hier für ein Kochtopfset. Wir brauchen dringend neue Kochtöpfe. Und gucken mal, was man so Schönes findet. Ich habe gesehen, hier gibt es auf jeden Fall super, super schöne Deko. Ich liebe diese Hochglanzküchen. Ich mag das, so dieses Weiß oder hier Schwarz. Noch schöner. Das finde ich schön. Dieses Schwarz, diese Hochglanzoptik. Das mag ich. Und ja, wie gesagt, jetzt sind wir noch ein bisschen hier bei Poco unterwegs. Schauen ein bisschen, ob wir was Schönes finden. Und dann müssen wir noch einkaufen. Und ja, ich melde mich später bestimmt nochmal bei euch. So, wir sind jetzt endlich wieder zu Hause. Wir haben genug Betten und Küchen geguckt und Deko, alles, was wir eigentlich nicht brauchten. Aber gucken macht trotzdem Spaß. Also ich gucke gerne in so Möbelgeschäften rum, aber irgendwie auch in Baumärkten. Ganz komisch. Naja, wir sind jetzt wieder zu Hause und was haben wir mitgenommen? Einen Kochtopf-Set haben wir mitgenommen, weil wir brauchen dringend neue Töpfe. Wir haben so Alu-Guss-Töpfe. Und da geht diese ganze Teflon-Beschichtung ab. Das ist total eklig. Eine neue Pfanne haben wir uns mitgenommen. Und Björn hat sich hier irgendwie so Tassen mitgenommen. Schlicht und einfach, aber er fand sie schön. In Gelb hat er auch noch eine mitgenommen. Ja, und noch eine in Schwarz und eine in Grün, glaube ich. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, waren wir heute ein bisschen bei Poco unterwegs. Und einkaufen waren wir gerade noch. Und
hatten mal ein paar ruhige, schöne Stunden zusammen. Und ja, ich bin froh, jetzt wieder zu Hause zu sein. Und ja, jetzt werden wir direkt mal mit unseren neuen Töpfen kochen. Ich freue mich. Und würde sagen, an dieser Stelle beende ich dann auch meinen kleinen Mini-Vlog. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzuschauen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Folgt mir gerne auf Instagram. Abonnieren hier natürlich nicht vergessen. Glocke aktivieren. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.